Ja, wir feiern heute Palmsonntag und ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, die mir so wichtig geworden sind, als ich die Stellen gelesen habe. Ich lese heute aus Lukas 19, 41 und 44 bis 44. Das ist die Stelle kurz nachdem die Jünger Jesus den Esel gebracht haben und er nach Jerusalem ritt. Vers 19, Kapitel 19, Abvers 41. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Und ich habe diese Stelle gelesen, dachte mir so, boah, wow, Jesus weint und gleichzeitig spricht er hier so eine Prophezeiung aus über diese Stadt, wovon die Stadt noch nichts weiß, dass circa 40 Jahre später genauso eintreten würde, wie Jesus es hier ausspricht. Und zwar, um euch so ein bisschen vielleicht die Emotionen, die Jesus hier gerade vielleicht spürt, klar zu machen, habe ich mir auch mal die Geschichte noch mal so genau durchgelesen, was auch wirklich jetzt passiert ist in der Historie. Und zwar begann es im Mai des Jahres 66, dass die Zeloten einen Aufstand gegen die römische Besatzung starteten und der Kaiser Nero zur damaligen Zeit hat dann ein riesiges Heer, etwa 60.000 Mann, sagt man, also das war jetzt nicht so eine kleine Truppe, sondern es war wirklich ein riesiges Heer und wollte diesen Aufstand da niederschmettern. Und jetzt kam dieses große Heer im Jahre 66 nach Israel, hat dort einige Eroberungen und Aufstände niedergeschlagen. Und das Problem war nicht nur die Römer, sondern die Juden selbst haben sich sogar untereinander ermordet und erschlagen. Einfach weil verschiedene extremistische Seiten, dort waren die Zeloten auf der einen Seite, andere, die den Hohepriester befürworteten. Und da, als ich mir das gelesen habe, meine Güte, die Römer kommen auf die Juden zu und die Juden bringen sich auch noch gegenseitig um. Pures Chaos, was dort in Israel los war. Und dann, als im Jahre 70 nach Christus, steht dann dieses riesige Heer, Titus als Befehlshaber, vor Jerusalem. Und es passiert genau das, was in diesen Versen ausspricht. Kannst du mal das Bild zeigen? Ich habe mal so ein Bild mitgebracht, wie so ungefähr der Einmarsch in Jerusalem war. Und es steht in den Versen 43, es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen und dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Als die Römer kamen, haben sie erstmal links ein Lager aufgeschlagen und es kamen immer mehr und mehr Legionen und drumherum haben sie Lager aufgeschlagen. Als sie dann die ersten beiden Wälle, das sind so die ersten blauen Pfeile, überwunden haben und der Widerstand stärker wurde, hat Titus beschlossen, einen 8 Kilometer langen Wall um ganz Jerusalem also aufzustellen, sodass niemand mehr aus dieser Stadt rauskam, genauso wie es Jesus hier in diesen Stellen sagt. Und es brach, so wie es kommen müsste, eine riesige Hungersnot aus und es waren so die Momente der letzten Opferung am Tempel. Nicht, weil die nicht wollten, dass die opfern, sondern es gab einfach keine Tiere mehr, die man hätte opfern können. Laut einem Militärkommandanten schätzte man, dass dort circa 3 Millionen Menschen in Jerusalem zu der Zeit da waren. Ich weiß nicht, ob wohnten, aber jedenfalls waren da ungefähr 3 Millionen Menschen. Und die, die versucht haben zu fliehen, die wurden am Wall gefangen genommen und dann sogar daran gekreuzigt. Und dann folgen die weiteren Worte Jesu und er sagt: Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf den anderen lassen. Als dann die Römer irgendwann geschafft haben, auch die letzte Mauer zu überwinden, da brach, glaube ich, das reinste Massaker in Jerusalem aus. Und sie besetzten den Tempelberg, diese gelbe Markierung dort, und fingen an, alle zu töten, die nicht schon an Hunger gestorben waren oder Selbstmord begangen haben. Der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio beschrieb das ziemlich heftig. Ich lese einmal vor: Da stürzten sich die einen freiwillig in die Schwerter der Römer, die anderen erschlugen sich gegenseitig, andere brachten sich selbst um und wieder andere sprangen in die Flammen. Und es schien für alle nicht so sehr Verderben, sondern eher Sieg und Heil und Gnade zu bedeuten, mit dem Tempel zusammen unterzugehen. Also was für ein krasses Blutbad in Jerusalem passiert ist.
Und Jesus ist am Ölberg, kommt vom Ölberg runter, will nach Jerusalem einreisen. Und er hat nur dieses Bild vor Augen, wie in 40 Jahren die ganzen Menschen hier so ein Leid ertragen müssen. Und dann fragt man sich, warum musste das passieren? Und das sagt dann auch Jesus, weil sie die Zeit, in der Gott ihnen begegnet ist, nicht erkannt haben. Jesus kam als ihr Messias zu ihnen und wollte ihnen Frieden bringen. Aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben beschlossen, ihn ans Kreuz zu schlagen. Und dann haben sie versucht, sich selber Frieden zu verschaffen. Sie haben versucht, aus eigener Kraft einen Aufstand gegen die Römer zu starten. Und was ist daraus geworden? Das reinste Massaker. Und dann dachte ich mir so, boah, diesen Frieden, den Jesus uns eigentlich gegeben hat, den darf man nicht verpassen. Ne? Wenn wir heute so daran denken, dass wir jetzt in die Osterzeit reingehen, vielleicht ist es jetzt gerade diese Zeit, wo wir uns nochmal richtig besinnen wollen, was Jesus eigentlich getan hat und welchen Frieden er uns gebracht hat. Und nicht ein Frieden, wo wir vielleicht sagen, okay, wir haben Frieden, es ist kein Krieg, keine Menschen bringen sich um, so wie wir es vielleicht jetzt wünschen, dass in der Ukraine Frieden herrscht, sondern ein Frieden, der die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt hat. Ja, und ich möchte einfach ermutigen, nochmal vielleicht so richtig bewusst zu werden, boah, was für ein Frieden Jesus uns eigentlich, unabhängig, wie es uns hier auf dieser Welt physisch geht, was für ein Frieden Jesus uns einfach gebracht hat. Und vielleicht, wenn du diesen Frieden noch nicht hast, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dein Herz zu öffnen und einfach sich mal bewusst zu werden. Wir feiern in den nächsten Tagen so besinnliche Momente. Wir haben Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, überall Gottesdienste, wo wir daran denken, was für ein großes Ereignis passiert ist. Das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist passiert und in den nächsten Tagen wollen wir daran denken. Jesus besiegt den Tod und bringt Frieden zu den Menschen.